Ein Festtag für Radfahrer war die Eröffnung des Ibstal-Radweges. Radfreunde aus allen Himmelsrichtungen kamen nach Opponitz, um erstmals die Strecke zu besichtigen. Trial-Künstler standen genauso auf dem Programm wie Klettervorführungen. Es gab Informationsstände über Fahrräder in allen Variationen und überall Expertenfachsimpeln. Die Tourismusinfo Opponitz konnte alle Wünsche erfüllen und der Radwegeplan fand reißend Absatz. Während die Radfreunde weiter Richtung Opponitz strömten, füllte sich der Festplatz mit Ehrengästen. Darunter fanden wir auch einen ganz speziellen Radwege-Experten aus Deutschland. Ja, ich beschäftige mich mit Radwegen auf stillgelegten Bahntrassen, sammle die auf meiner Website www.bahntrassenradeln.de, habe dort in Deutschland über 730 Wege erfasst, in Europa nochmal gute 1000 Wege drauf. Und ja, gestern bin ich den Ibstal-Radweg abgeradelt, und um ihn zu dokumentieren. Und offensichtlich hat Ihnen dieser Radweg ganz gut gefallen, denn Sie haben ihm eine Höchstnote gegeben. Die vier Räder zeichnen Wege aus, die landschaftlich besonders reizvoll sind, die die Eisenbahninfrastruktur, die alten Brücken, Viadukte, Tunnel, die Trassenführung sehr schön wiederverwenden. Und all das ist hier beim Ibstal-Radweg in sehr hervorragender Weise der Fall. Ich kenne nur mehr Freunde vom Radlweg und bedanke mich bei allen Unterstützern, die auch in schwierigen Zeiten mitgeholfen haben, dieses Projekt voranzutreiben. Und sage ich mal, die 10 Millionen Euro sind fast zu Gänze in die Region reingekommen. Auf der einen Seite hat man eben Investitionen, wo eben unsere ortsansässigen Firmen eben ihr Geschäft machen können. Und auf der anderen Seite haben wir eben den tollen Radweg bekommen, der was eben für die, auch für die eigene Bevölkerung wirklich ein Highlight ist und auch sehr stark benutzt wird. Ich meine, da ist natürlich immer eines zu sagen, 3% sind die Idee und 97% an die Umsetzung. Und an der Umsetzung waren wirklich alle beteiligt. Die Gemeinden, natürlich auch unsere Fachexperten. Herzliches Dankeschön. Jasmina, was gefällt dir an dem Radweg so besonders? Dass man direkt neben der Ibs fahren kann, dass es einfach für die schöne Landschaft ist. So, eins, zwei, drei, go! Nachdem das Eröffnungsband durchschnitten war, fragten wir nochmals den Experten. Wie sehen Sie überhaupt den Radtourismus in Zukunft? Ja, Bahntrassen, Radwege spielen da eine sehr bedeutende Rolle, weil sie Landschaften erschließen, die sonst touristisch, radtouristisch schwierig wären. Mit einer entsprechenden Topografie, gerade hier beim Ibstal-Radweg, wo man auf einem ebenen Weg sehr weit ins Gebirge reinkommt, Luns am See mit einem schönen Ziel, das hat ein enormes Potenzial.